Herzlich willkommen, liebe FIFA-Freunde, und zwar heute zu einem Underrated Card und Inform Review. Heute ist unser Spieler Eninho. Eninho kommt aus der Top of the Week 35. Seine Position ist Stürmer. Er kommt aus Brasilien, spielt in der koreanischen League, also der sogenannten K-League, und spielt bei Motors. Nein, ich habe keinen Plan, wie die Mannschaft heißt. Müsste ich kurz nachgucken. Kann ich ja mal kurz machen. Die Zeit ist ja rein theoretisch da. Er spielt bei Yongbok Hyundai Motors. So haben wir das doch auch nochmal gespielt. Geklärt, meine ich. Mensch. Er wurde geabt von 73 auf 80. Er hat noch eine Goldkarte, aber ich habe es jetzt von seiner eigentlichen Karte, der silbernen Karte aus hochgerechnet. Seine Skills sind, ja, 3 Sterne schwacher Fuß und 3 Sterne Spezialbewegung. Der Preis liegt ungefähr bei Xbox, PlayStation 3 und PC gleich auf mit 20.000. Wichtig zu sagen ist, dass auf diesem Bild, was ich euch hier zeige, der Kopfballwert falsch ist. Er hat nicht 67, er hat 70. Sonst passen Bombenwert, Schießen ist angenehm, 70 guter Wert, Dribbling 77 ist auch in Ordnung und defensiv fällt ja als Stürmer relativ weg. Jetzt wollen wir uns doch mal diesen Spieler wie letztes Mal auch schon genauer angucken. Und zwar seine Ingame-Werte. Der liebe Eninho ist 29 Jahre alt. Er ist 1,75 groß, wiegt 72 Kilo, kommt wie schon gesagt aus Brasilien, kann auf den Positionen MSZOM und rechten Flügel spielen. Fuß rechts. Seine Arbeitsrate in den Angriff ist als Stürmer hoch, was natürlich sehr angenehm ist. Die Arbeitsrate ins Defensive mit Mittel, ja, ist relativ meiner Meinung nach besser als niedrig. Ne, sagen wir so. Und auch hier steht wieder schwacher Fuß, 3 Sterne, Spezialbewegung, 3 Sterne. Bevor wir kurz weitergehen, sage ich, ihr wolltet diesen Spiel als Review sehen, nicht, dass es heißt, warum ich den genommen habe, das war eure Entscheidung. So, seine körperlichen Attribute, boah, sehen die geil aus. Antritt 95, Beweglichkeit 96, Sprintgeschwindigkeit 93, 3 Werte über 90, dann Sprungkraft mit 85, Ausdauer mit 89, sehr geil, Balance und Reaktion liegen knapp unter 80, die Stärke mit 68 ein bisschen gering, aber das ist, denke ich mal, mit dem Tempo schon zu kompensieren und sollte durchaus in Ordnung sein. Aber zum Tempo werde ich später nochmal was sagen. Kommen wir jetzt erstmal zu seinen mentalen Attributen. Aggressivität mit 75, Stellungsspiel ebenfalls und Übersicht mit 74 ist durchaus in Ordnung für einen Stürmer der Kategorie 80er Wertung. Abfang ist relativ. Nun kommen wir zu seinen wichtigsten Werten. Hier sehen wir Ballkontrolle, Flanken, Effekt, Dribbling, Abschluss liegen alle knapp unter 80 bzw. über 75. Seine Freistoßpräzision mit 84, Fernschüsse mit 85 sind schon sehr, sehr geile Werte. Das heißt, er kann ohne Probleme auf Freistöße schießen. Elfmeter mit 83, auch sehr nett. Schusskraft mit 88 ist einfach bombastisch und Volleys mit 80. Also ganz ehrlich, Freunde, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Nun kommen wir doch direkt mal zu Ingame-Szenen. Seinerseits, wo er einfach mal ein paar Tore schießt. Ich lasse das einfach mal ein bisschen laufen und erzähle euch das Grüne vom Himmel oder das Gelbe vom Ei. Also, was kann man zu Eninho sagen? Eninho ist ein sehr, sehr schwieriger Spieler, sagen wir es so. Er braucht 1, 2, 3 Schüsse, um sich warm zu schießen, dann fängt er an, richtig abzugehen. Ich habe Unmengen an Tore in kürzester Zeit mit ihm geschossen. Das Ding ist halt einfach, ich weiß nicht, ich kann das nicht so ganz beschreiben. Man muss mit ihm gespielt haben. Auf jeden Fall fühlt er sich langsam an, als auf der Karte steht. 92 ist unbedingt gar nicht so ein krasses Tempo. Da gibt es Spieler mit mehr Tempo, aber es gibt Spieler, die sich mit 86, 87 schneller anfühlen. Also es ist teils schon echt richtig, richtig schade. Vor allem, weil seine Werte ja so vielversprechend sind. Aber ich will ihn jetzt nicht schlecht darstellen oder schlecht hinstellen. Ich meine, schnell ist er alle Male, das ist klar. Ist auch ein super Spieler, ich meine, wie man sieht, er macht hier super Tore, also im 16er ist alles sein Revier, da sollte man sich keine großartigen Gedanken machen, egal ob angeschnitten oder halt mit der brachialen Kraft, ist das alles kein Problem. Man sollte halt nur aufpassen, dass man wirklich mit seinem starken Fuß schießt, mit dem schwachen ist es dann mal im Strafraum möglich, aber darüber hinaus gar nicht so einfach. Hier sieht man nochmal einen sehr, sehr schönen Longshot, war schon ziemlich geil. Hier sieht man auch nochmal einen Schuss mit einem schwachen Fuß. Aber an sich ist es wirklich eine ziemliche Tormaschine. Man sieht jetzt in den Videos, also sieht es wirklich stark danach aus. Oh mein Gott, das Wichtigste. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier es eingeplant habe. Der Typ hat in 13 Spielen 47 Tore geschossen. Guckt euch diese beiden verkackten Werte an. 13 Spiele, 47. Ich meine, was ist mit dem los? Einfach richtig geil. Um jetzt nochmal auf den Kern zurückzukommen. Er ist halt, ja, langsamer auf der Karte. Er sieht hier extrem schnell aus.
Ist er eigentlich auch, aber man muss mit ihm gespielt haben, um zu verstehen, was ich meine. Weil abschlussstark ist er alle Male. Hier sieht man nochmal ein Freistoßtor. Ist alles schön, alles gut, alles prima, richtig super. Aber weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Als Stürmer ist sein Tempo auf jeden Fall langsamer, als auf der Karte steht. Das wollen wir dabei festbehalten. Eine super Tormaschine. Er ist, wenn man sich mit ihm eingespielt hat, ein richtig, richtig geiler Torschützer. Da muss man sich wirklich um nichts Sorgen machen. Hier läuft auch noch, obwohl ich das Tempo halt so bemängel, den meisten davon. Ich meine 92 Tempo, das ist, was weiß ich, 10, nicht mal 5 oder 4% aller Spieler haben so ein hohes Tempo. Ich sehe gerade auch, dass die Übergänge gar nicht so doll sind. Aber ich meine, in 13 Spielen so eine Anzahl von Toren, 47, das spricht für sich. Jedenfalls kommen wir zu seinem Review Nino. Sein Pro ist schnell und flink, das ist er auf jeden Fall. Natürlich treffsicher, Longshots angeschnitten, gar kein Problem. Super Stellungsspiel, dadurch, dass er so eine gute Übersicht hat, ist er mal sehr gut anzuspielen. Er ist leicht zu handhaben, an sich an kurzer Eingewöhnungszeit, aber das passt. Und natürlich ein super Preis. Kontra, langsamer als auf der Karte. Also ich kann es schlecht in Worte fassen, langsamer, träger. Man muss mit ihm gespielt haben, die Leute, die ihn haben, werden es bestätigen können. Es fühlt sich nicht an wie 92 Tempo, irgendwie anders. Schnell, aber anders. Er spielt dazu natürlich in einer sehr, sehr blöden Liga und ist leider eine Goldkarte. Ich meine, K-League ist echt scheiße. Und als Brasilianer, 3 Sterne schwacher Fuß und 3 Sterne Spezialbewegung ist gar nichts. Die Bewertung von mir sieht wie folgt aus. Er kriegt von mir 3 von 5 Sternen in Anführungsstrichen. Dabei ist er knapp unter 4 Sternen. Mit 3,8 ist er, denke ich mal, sehr, sehr gut bedient, weil er einfach nur eine verkackte, verdammte Tormaschine ist. Jetzt möchte ich kurz noch mal etwas anderes ansprechen. Und zwar, wie sieht es bei euch in Zukunft aus? Die nächsten Spieler, die ich jetzt informen bzw. reviewen kann, sind Tarabt, wisst ihr schon. Dann Sam, die andere Karte, der silberne, ne, Inform werde ich hier gleich einblenden. Das habe ich jetzt noch gar nicht bearbeitet. Das ist alles gerade spontan aus dem Bauch heraus. Und den aus der letzten Woche, aus dem Team of the Year, North Europe, also Nordeuropa. Dort war auf der Bank Suarez aus der belgischen Liga. Den habe ich mir mal gegönnt. Ein sehr, sehr geiler Spieler, kann ich auch gerne reviewen, wenn euch das passt. Wie gesagt, ich poste 3 Kommentare unten rein, stimmt ab. Sagt, wie es euch gefallen hat, kommentiert, liked, wie auch immer. Und jetzt zu dem Punkt, mich haben viele angeschrieben, warum ich nicht auch teure Spieler reviewe oder sonst irgendetwas. Beispielsweise ein Eto'o in Form. Der Typ hat einfach einen enormen Preis. Ich habe nicht diese finanziellen Mittel, mir diesen Spieler zu holen. Ich liege immer ungefähr bei 50, 60, 70 mal 100k an Münzen. Und das ist an sich an für solche Spieler nicht viel. Und ich will nicht einfach 80, 90k für einen Spieler ausgeben, den reviewen und dann kriege ich ihn vielleicht nicht weg. Dafür sind mir meine Münzen zu schade. Wenn jemand von euch kooperativ ist, mich supporten möchte, einfach anschreiben. Ihr könnt mir gerne Spieler ausleihen für eine gewisse Zeit. Ich bin für alles offen. Ich meine, dass ich zuverlässig bin oder sonst irgendwas. Das sollte der ein oder andere wissen. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viele Abonnenten. Mehr knapp unter 1500 ungefähr. Da habe ich Besseres zu tun, als irgendjemanden zu bescheißen. Natürlich wird auch die ein oder andere Belohnung für euch hinausspringen, aber das kann man natürlich dann nochmal sehen. Das war's von meiner Seite aus. Ich bin die Hahn. Bis zum nächsten Mal.